So, Ladies and Gentlemen, dieses Video geht über Weichenstellung. Das heißt Korrektur. Mars, Saturn stehen zusammen bereits seit 15.03. noch bis 23.04. und das ist eine Riesenchance für dich, deine Angewohnheiten zu verändern, deine Situation zum Stillstand zu bringen und dann neu fortzufahren. Liebe Leute, wie schwierig ist es doch, eine Angewohnheit zu brechen. Und doch gibt es, was die Sterne betrifft oder was die Gezeiten betrifft, gewisse Momente, wo dies möglich ist. Und insbesondere jetzt, wo Saturn und Mars im Zeichen Chaturbhij, das ist ein Bereich von dem Zeichen Wassermann, in einer Konjunktion sein wird. Das Datum, das genaue, ist hier eingeblendet, wenn die Konjunktion genau sein wird. Dann besteht die Möglichkeit der Heilung, der Vorbereitung der Heilung. Und ich empfehle jeden, der sich weiterentwickeln möchte und das nächste Level in seinem Leben erreichen möchte, sich seiner selbst oder sich ihrer selbst anzunehmen und die Chance des Augenblicks zu nutzen. Weil nämlich wenig später wird auch Uranus und Jupiter in einer Konjunktion sein, was bedeutet, dass du deinen Lebensweg bis zu deiner ganzen Überzeugung verändern kannst. Zudem wird noch Merkur an dem berühmten Gandhanta-Punkt, also zwischen einem Feuerzeichen Widder und einem Wasserzeichen Fische, also vom letzten Zeichen zum ersten Zeichen rückläufig. All das zusammen schafft eine Atmosphäre, wo sich echt gewaschen hat, wo eben eine Korrektur erfolgreich durchgeführt werden kann. Und man muss natürlich noch sehen, in welche Bereiche bei dir Widder, Fische und Wassermann fällt. Auch müssen wir verstehen natürlich, dass Wassermann hat mit deinen Idealen zu tun, mit deinen Hoffnungen, mit deinen Wünschen. So daher bezieht sich das vor allen Dingen auf deine Projekte, die du mit anderen hast, aber auch eventuell gesundheitlich, was deine Angewohnheiten wie zum Beispiel Rauchen betrifft oder ähnliche Sachen. Eine andere Assoziation, die ich bekomme, ist eben körperlich. Es könnte sein, dass du lange Zeit kein Yoga gemacht hast, lange Zeit keinen Sport getrieben hast. Dann könntest du jetzt anhalten und das verändern. Es könnte sogar bis in die Veränderung deiner Angewohnheiten im Bereich Erotik und Sexualität kommen, weil Mars betrifft auch das, wenn da irgendwie etwas gereinigt und verbessert werden sollte. Oft habe ich gesehen, dass Paare in der Zeit zölibatär leben, weil Saturn bedeutet halt erstmal anzuhalten und zu sehen, dass man mit gewissen Mustern, mit gewissen Angewohnheiten, mit gewissen Verhaltensweisen bricht, dass man einfach mal alles einfriert, alles mal stoppt oder vieles stoppt und diskutiert und sich auseinandersetzt. So, what you wanna do? Do you wanna get out? Tell me what you wanna do. Do you wanna get out? Oh, yeah. Tell me what you wanna do. Do you wanna get out? What you wanna do? Do you wanna get out? Come on, I said, what you wanna do? Do you wanna get out? I said, what you wanna do? Do you wanna get out? Oh, get down on it. Come on in. Get down on it. Sit in the morning. Get down on it. Gotta feel it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Come on in. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Now, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the phone. So, in diesem Sinne sind die Feinde Saturn und Mars eventuell Freunde, weil es bedeutet stehen bleiben, aus einer gewissen Spur, die sich eingefahren hat, Halt zu machen und dann in der richtigen Art und Weise wieder vorzufahren. Diejenigen, die mich kennen aus persönlichen Beratungen, die wissen, dass ich oft ein Beispiel
bringe in diesem Zusammenhang. Und zwar kann ich mich noch erinnern, als ich im Kindergarten war, da haben wir mit Linoldruck gearbeitet. Und da haben wir mit Druck gearbeitet, haben zum Beispiel ein Haus geritzt. Da gab es so ein gewisses Werkzeug, nicht wahr? Und dann haben wir geritzt, dieses Haus. Nachher haben wir Farbe da drauf getan, also auf den Linol, und haben dann so Drucke gemacht. Und manchmal kommt man dann vom ursprünglichen Weg ab, also von der Form, die man, die Frau, man geben will in dem Bild, kommt man ab und kommt so durch den Druck, den man ja hat mit diesem Instrument, so vom Weg ab, und dann muss man wieder in die ursprüngliche Spur reinkommen, um das Muster zu beenden. Und so haben wir alle mal gewisse Ziele, die wir aus den Augen verloren haben, zu denen wir uns zurückbesinnen wollen. Und das ist die Chance jetzt. Diese Ziele, von denen wir abgekommen sind, unsere höchsten Ziele, unsere Higher-Level-Ziele, wieder zu fokussieren und wieder auf dem richtigen Weg, den glücksverheißenden Weg, den erfolgreichen Weg zu kommen. Ich kann nur immer wieder betonen, Leute, nutzt diese Zeit. So, Saturn ist die Bremse, Mars bedeutet losfahren. Ja, das kann natürlich auch bedeuten, dass es zur Explosion kommt, dass die Reifen heiß werden. Und daher gibt es in dieser Zeit auch gewisse Tage, wo man besonders besonnen sein sollte im Straßenverkehr. Auch sollte man zu gewissen Zeiten sich nicht in Kriegsgebiete begeben. Ich rede jetzt nicht nur von dem Krieg in der Ukraine oder sonst wo. Insgesamt gibt es gewisse Plätze, wo es Krieg gibt, auch am Arbeitsplatz oder in der Familie. Und für diejenigen, die mehr wissen wollen, ich kann es immer nur wieder sagen, bitte kommt in meine WhatsApp-Gruppe, weil da werde ich auch und habe ich bereits auch schon Termine gegeben von Tagen, wo man einfach nur Routinebeschäftigungen nachgehen sollte, wo man sich zurückziehen sollte, wo man aufpassen sollte, nicht einen Konflikt, der bereits schon da ist, größer werden zu lassen, sodass man an gewissen Tagen nichts Schwerwiegendes riskiert, sondern sich einfach damit begnügt, aufzuräumen, sauber zu machen, Dinge zu ordnen, vielleicht was am Computer zu arbeiten und nicht gleich in das Pulverfass hineinspringt. So, diejenigen, die daran interessiert sind, ich habe außer der WhatsApp-Gruppe jetzt auch eine Telegram-Gruppe, werde ich jetzt eröffnen. Und daher nehmt mich auf Telegram an oder nehmt mich auf WhatsApp an. Und ich werde in dieser Gruppe nur 2 bis 3 Mal etwas posten in der Woche. Maximum. Meistens einmal. Alle von euch, die gerne eine Videoberatung haben wollen oder eine Audioberatung, bin ich natürlich auch immer für ansprechbar und verbindliches Gespräch kann vereinbart werden. Hier sind Kontaktmöglichkeiten eingeblendet. Ich verbleibe euer Art Astrologe. Bis zum nächsten Mal. Ciao.